brauchen Profis. Deswegen nehmen sie Albon. Und was läuft, Jones? Aber wir haben... Warst du nicht hier, als der Anruf kam? Das Handy, das die Autobombe ausgelöst hat, wurde innerhalb einer Meile von hier geortet. Wir haben eine Spur, Tanner. Ach komm, einer wie Jericho muss den Knopf doch nicht selber drücken. Du weißt, dass Jericho sich gern die Finger dreckig macht. Er hat Crook getötet und er wird da sein. Okay. So. Das ist er, du hattest recht. Ich weiß nicht, Tanner. Könnte jeder sein. Er ist es. Frag mich wieso, aber ich weiß es. Und jetzt erledigen wir ihn. Ich will dich ja nicht bemuttern. Dann lass es. Esel. Ich weiß. Pass auf, wo du hinfährst, ey! Nicht der. Du! Das jagt doch nur meine Arztrechte. Wir jetzt in den Japan. Ah, das war okay. Okay, er hält. Fährst du lang? Wie soll ich es sagen? Ich habe mit ihm geschlafen. Was? Ich kann es jetzt nicht erklären. So random, wenn du in so einer Story-Mission bist, gerade den Endgegner ausschalten willst und dann sagt jemand sowas. Jetzt setzt er fest. Mach Meldung, ich schnapp ihn mir. Alles klar, pass gut auf. Nein. Hey, wow, wow, wow. Sicher, dass er das ist? Absolut. Hände aufs Dach. Fühlt sich gut an, stimmt's? Yo, Tanner, ganz ruhig, Mann. Das ist nicht Jericho. Ich sehe schon die Schlagzeilen. John Tanner stellt seinen Mann. Stadt bejubelt Lokalheld. Hey, Tanner, Mann, ich sag dir, bleib ruhig. Weißt du, ich wünschte, du würdest eine Waffe ziehen. Nur ein Grund, dich zu erschießen. Tanner, was ist denn nur in dich gefahren? Du verstehst es nicht, oder? Komm schon. Los, erschieß mich. Wow, Tanner! Tanner! Ich seh dich dann, Tanner. Ey, Mann, was soll denn das jetzt wieder? John! Hey, John! Und du mach, dass du hier wegkommst. Oh, oh. Das ist gleich mehrfach schlecht. Was? Eins, der Fahrer will uns umbringen. Zwei, der Fahrer ist Jericho. Was? Was soll ich sagen, Jones? Jericho kann es auch. Ich weiß nie, wen er kontrolliert oder wo sein Körper ist. Dann bring uns endlich hier raus! Wie erledigen wir Jericho? So jedenfalls nicht. Er fährt auf uns zu. Dann pass auf! Tja, ihr Lieben. Im Twist. Aufpassen auf den Gesundheitsbalken unseres Autos. Ich komme nicht ran, er ist überall. Ich werde mich echt beeilen müssen. Wir stecken echt was ein! Autsch. Merk das. Nur weil wir Cops sind, dürfen wir trotzdem nicht auf den Bürgersteig fahren. Und? Lass du mich anzeigen? Oh! Woher weißt du, dass es ist? Ich sehe jedem Auto, jedem Körper. Er mich auch. Das ist unmöglich! Tja, schreib's mit auf die Liste. Macht Autos zerstören eigentlich Spaß? Was denkst du, warum ich Polizist geworden bin? Da muss ich echt aufpassen. Ich glaube, die Mission habe ich auch 2-3 Mal spielen müssen. Und ab hier habe ich ungefähr auch aufgehört. Das war die letzte... John, wenn das Jericho ist, warum fährst du da nicht einfach rückwärts in ihn rein? Wenn wir das Fahrzeug stoppen, ist Jericho weg. Dann sitzt da ein benommener Fremder in einem kaputten Auto und wir werden verklagt. So ein Mist. Ehrlich. Falsch. Ich fühle mit dir, Kumpel. Verdammt doch mal, John! Das ist ja vor allem zwei Leute direkt an. Gib mir eine Minute. Häng ihn endlich ab, Tanner! Der bringt uns um! Sei still, Junge. Noch mal. Auf. Jetzt. Können wir ihn irgendwo, wo es eng ist, gegen eine Wand drücken? Er will unseren Tod. Kümmern die Leben der Zivilisten nicht. Mich ja. Solange wir den Plan ausarbeiten, werde ich etwas Distanz zwischen uns nehmen. Das wird nicht schön aussehen. Ich bin noch echt fast immer erwischt, was ist unangenehm.
kann Jericho das eigentlich auch? Keine Ahnung, Mann. Oh Gott. Sag du es mir. Wirklich sieht das Sinn. Nein, nichts davon macht irgendeinen Sinn. Richtig. Boah, noch 500 Meter. Wir haben es gleich geschafft. Nein. Yes. Nice one. Ist er noch da? Ich weiß nicht. Es ist so ruhig plötzlich. Verdammt, Mann! Wenn Jericho deinen Trick auch kann, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass wir einen Vorteil verloren haben, sonst nichts. Unser Ziel ist dasselbe. Wir müssen den echten Jericho finden und festnageln. Ja, sehr, sehr spannende Sache. Jericho da Jericho auch shiften kann, haben wir jetzt ein Rennen. Ich muss Ordell benutzen, um Jericho zu erwischen, bevor Jericho jemanden benutzt, um mich zu kriegen. Hm? Ja. Wie gesagt, das war in der letzten Folge drin, die ich gespielt hatte. Und so wie ich es gerade im Internet gesehen habe, ist es gar nicht so weit weg vom Finale. Auf die Stadt, stündlich zur vollen Stunde. Als nächstes, Platin plus Ammoniak-Agid-Cyanid. Wir sprechen mit dem Antiterrorismus-Experten, der sagt, dass wir uns alle sorgen sollten. John! John! Schwester! Alles klar, Junge. Alles ist gut. Big Uff, Big Uff, Big Uff. Komm, John. Ich weiß, dass du da irgendwo drin bist. Die Golden Gate Bridge, Digga. Tief verdeckt. Kapitel 5. Oh ja, das ist ein geiler Film. Das ist eine geile Szene. Das ist halt so nice, dass man jetzt komplett vom Jäger zum Gejagten geworden ist. Das ist halt vor allem so eine 180-Grad-Wende, die man, finde ich, nicht kommen sieht. Wo man sich denkt, so, ja, was soll ich jetzt machen? Nice. Wo ist die Map eigentlich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich im Vergleich zu Spielen heutzutage sehr klein. Ich kann mich noch höher pushen. Ich weiß es genau. Hey, ich gewöhne mich langsam an die Höhe. Sieh dir das an. Die ganze Bay Area. Nice. Und wieder reinzoomen. So, ich möchte hier kaufen. Werkstatt kaufen, ja klar. Als Aston Martin Kleinwagen rausgebracht, das ist auch so. Was? So. Weiter geht's. Alle Straßen zusammen sind 335 Kilo. Habe ich knapp über doppelt oder etwa doppelt so viel wie Dings, oder? Okay, Sie verrückter Schweinehund. Wir sind auf der Interstate, genau wie Sie wollten. Wir haben alles getan, wie verlangt. Jetzt sagen Sie uns, wo die verdammte LKW-Bombe ist.
Ihr Undercover-Cops haltet euch ja für so schlau. Na, guckt mal, direkt vor euch. Zwei LKW. Viel Glück. Zwei? Dreckskerl! Ist doch ungefähr doppelt so groß wie Underground 2, oder? Zwei LKW-Bomben! Zwei! Dieser verdammte Verrückte ist ein verdammter Verrückter! Keine Sorge, wir sitzen im richtigen Auto dafür. Flach und schnell. Klingt, als hättest du das schon mal gemacht. Ja, könnte sein. Festhalten! Moin! Achtung! Achtung! Was? Kann sein, dass die Mission hier Stempel auch gespielt. Okay. Ich fahre uns unter die Trailer und schärfe die Bomben. Du willst bitte was? Schwer, da muss koordiniert sein. Das da vorne müssen sie sein. Ja, ich sehe sie. Vielleicht musst du irgendwas davor noch rein. Okay. Oh Gott, ich sehe sie. Halt uns gerade. Wow, geschafft, geschafft. Hey. Das ist purer Selbstmord, Mann. Nur wenn wir draufgehen. Das ist purer Selbstmord, Mann. Zwei Jahre als Undercover-Cops, aber sowas haben wir noch nie gemacht. Wenn das nicht blöd ist. Ich habe noch 10 davon, die in der ganzen Stadt unterwegs sind. 10? Viel Spaß. Oh Mann, wir sind erledigt. Nein, sind wir nicht. Ich kenne einen, der einen kennt. Also festhalten. Das hilft uns nicht weiter. Auch mit dieser Superkarre erreichen wir nie rechtzeitig alle Bombentrucks, vom Entschärfen ganz zu schweigen. Du hast recht, Zeit zum Shiften. Wie bitte? Ich muss echt hoch rauf und dann schnell shiften, um alle Bomben zu erwischen, bevor sie explodieren. Schönes Auto. Hübsch und flach, das sollte reichen. Schneller, ich muss zu diesem Fototermin. Schneller? Kann. Oh, ehrlich. Wofür? Also, wo ist der Nächste? Pass auf mein Auto auf, du Vollidiotin. Bist du verrückt geworden? Da merkt man durch sowas halt, dass man gerade eine Frau spielt. Auch sehr lustig. Von Idiotin. Wenn ich all diese Bomben entschärfen will, muss ich hochschiffen und verdammt schnell sein. Sich denkt so, hey, man spielt ja als Hauptcharakter einen Mann, dann würden die anderen schon auch Männer sein. Ah, welcher von denen ist denn richtig flach? Ich reiß mir den Schädel ab, wenn ich hier mit unter einem Sattelschlepper fahre. In keinem Fall passt das Ding unter einen von den großen Lastern. Ja, fast geschafft. Ach doch, passt schon. Schickes Auto. Ja, Onkel wird sehr zufrieden sein. Aber langsamer. Nein. Also, wo ist der Nächste? Okay, der Nächste ist hier, oh boy. Bitte was? Und Schadetag-TV, danke für die 200 Bits, nehmen wir lieber. Nein, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Du musst dich beeilen, John. Nein, mach doch. Noch eine. Außersehen auch noch aufs Gaspedal gekommen. Maximale Shift-Stufe ist nicht gut. Nice Game, schön sowas nochmal zu sehen. Ja, und moin erstmal, moin. Da haben wir den nächsten. Den nächsten. LBGT 500. Nächste. Alter. Komm schon.
Der letzte. Da. Nice, 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 nice. Komm, 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 komm. Weiter, weiter, weiter. What the fuck? Beeilung, verdammt! Ach Mann. Hoffentlich hat dieser Irre nicht noch mehr schlechte Tage für die Stadt geplant. Läuft. Alter Falter, ey. Das war gerade nicht schlecht. Knapp. Auf jeden Fall. Oh, Mozilla! Charlie, tritt doch mal aufs Gas! Jenna, ich mag dich wirklich sehr, weißt du? Und ich hoffe, dass du mich nicht nur wegen meinem Auto magst. Charlie, wenn du das Rennen gewinnst, gehöre ich dir. Oh Gott. Ich habe noch nie um etwas gebeten, also wenn du mich jetzt hörst... Oh Gott. Okay, die Mission habe ich auch gespielt. Oh, das ist unangenehm. Vielleicht war auch das in der letzten Folge. Und jetzt schön dein Ziel im Auge behalten, Charlie. Also erste Echt? Überlegung war, okay, ich muss ein anderes... Es könnte aber einen Unfall geben. Charlie. Oh Gott, warum driftet der so? Das ist ein allradbetriebenes Auto. Wenn du den in die Kurve schmeißt, passiert nichts. Naja, wie dem auch sei... Mission. Ich glaube, da gab es noch eine weitere Folge, nämlich die Lamborghini-Rennen. Oh je! Oh je! Dann spielen wir es auch heute einfach direkt durch. Ja, auch eine Möglichkeit. Oh mein Gott! Oh. Super, wir liegen schon ganz vorn. Alles für dich, Ben. Die ganze Bonusmission, oh Gott, würde ich dann als eigentlich kleines Twitch-Exclusive machen. Da sind sie. Holen wir sie uns. Oh. Oh, scheiße, die Cops. Cops wird. Ein Mädchen in den Knast zu bringen, ist keine gute Anmache. Scheibenkleister! Hm? Einer wäre was rausgeploppt! Mit solchen Späßen kann ich gerade gar nichts anfangen. Oh mein Gott. Alter, Alter, ey. Okay, Charlie. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Sollen wir vielleicht heute essen gehen? Nichts überstürzen jetzt. Ja, was essen wäre auch schon echt eine gute Idee gleich. Entschuldige, mein Schnuckel, die Kugel hier. Was? Gritwitz, blink doch wenigstens, bevor du abbiegst. Klasse, du hast einen abgehängt. Mir so beeindruckt. Ehrlich, jetzt gewinn das Rennen. Ja, der erste oder zweite, vielleicht war das auch die Vorgabe für das eine Rennen mit dem Offroad-Ding. Also, wenn du ein Mädchen ausführst, musst du ihr schon was Besonderes präsentieren. Schon klar. Magst du Cordon Bleu? Cordon wie? Oh Gott. Charlie! Mein Hirn ist gesynkt mit einer komischen Person. Aber die Stimme erinnert mich an irgendjemanden. Wessen Stimme ist das? Oh, sie kennt man. Behandelt man ein Mädchen denn so? Echt? Komm schon, Charlie, jetzt mach dein Ding! Ja, ich weiß nicht. Ich sollte wenigstens eine Hand am Steuer lassen. Ich meinte das Rennen, Romeo. Aber komm schon, Charlie, mach dein Ding, mach das Ding. Das ist halt irgendwie... Sie... Ob du irgendwie aus 2.5 Half-Man bekannt vor?
Ja gut, dass der Hauptcharakter Paul Walker ist, haben wir schon festgestellt vor langer Zeit, aber... Au! Hey, erster Platz und keine Handschellen. Oh, Charlie. Gib mir 5 Sekunden, um den Sieg zu genießen. Und dann küss mich, wie du noch nie geküsst hast. Okay. Läuft bei ihm. Er fährt ein Lambo. Das ist eh, Also sorry, da laufen dir doch ewig Leute hinterher. Selbst ich würde jemanden hinterherlaufen, um ein Lambo zu fahren. Oh Gott, Sam! Du arbeitest doch nie mit den Spinnen, wenn ich nicht da bin. Was hast du dir nur gedacht? Ich wusste nicht, dass sie so weit springen kann. Mir ist so kalt. Echt kalt. Und heiß. Und wow, die Farben müsstest du sehen. Die kongolesische Traumwitwe? Ein einziger Biss bedeutet einen psychedelischen Trip ins Koma. Ich kann nur eine Adrenalinspritze retten. Okay, let's go. Ender. Jessica Adams? Keine Ahnung. Ich kenne so Codesprecher nicht mit Nachnamen. I have no clue. 200 Kilometer waren es bei einer Ground 2 an Strecke. Mann, alles so schön bunt hier. Hör zu, Sam. Ich bring dich ins Krankenhaus. Du musst versuchen, wach zu bleiben. Also stimmt die Aussage tatsächlich groß, wenn ich ungefähr doppelt so viel. Löst endlich auf, rumzufahren, drumherum und drumherum. Was ist los mit dir und warum ist dein Kopf ein großer Ballon? Das gibt auf jeden Fall gute Puls dazu. Das tat weh, Tommy. Gut, lebst du also noch? Hallo, ich versuche hier zu schlafen, Herr Ballonkopf. Eine Spinne, verdammt. So klein wie eine Bohne, aber sehr gefährlich. Nicht weiter, Kumpel, sprich weiter. Mitten ins Gesicht ist sie mir gesprungen. So warm und weich auf einem riesen Kuschelbärbaum. Oh. Nein, bleib wach. Der Bär hat Hunger und Tollwut. Was? Er hat aber über 80 Puls, das ist okay. Hast so viel gehabt wie ich eben. Tony, mit deinem Ballonkopf willst du mich heiraten? Mit Kotzeklumpen auf dem Pullover? Frag mich lieber später nochmal. Ich sehe ein Licht. Mutter, bist du das? Dann bleib bei mir, Sam. Halt dich von dem Licht fern. Oh, okay. Oh, ich bleibe. Warte, warte mal. Oder musst du zum Licht hin? Ich sag dir was, bleib einfach, wo du bist und genieß die Aussicht. Ich schätze, das ist gerade die beste Lösung. Alter, apropos Aussicht, geile Häuserpartien hier. Sind wir jetzt schon im Wald? Nein, Sam, wir fahren ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus. Ich höre wütende Eulen. Riesige wütende Eulen. Okay, dann habe ich wahrscheinlich eine Folge vergessen. Deutsch aus 2,5 Männern hat die Stimme. Und Stimme. Da kann ich gerade einen Charakter nicht zuordnen. Nice. Geschafft, Sam. Du wirst dich erholen. Juhu! Können wir die Eichhörnchen behalten? Die sind so süß. Tja. Oh mein Gott. Eieieiei. Oh? A second? Let's go. Ich wollte doch erst Sternmission. Da gehen wir jetzt auch hin. Die machen wir. Oh ne, ich glaube. Nee, doch nicht. Verdammt, Ron. Ich weiß, dass da Kisten mit falschen Medikamenten direkt auf der Straße liegen. Die haben aber Papiere. Und wir müssen die Regeln befolgen. Wir brauchen einen Gerichtsbeschluss. Und bis dahin ist das Zeug längst unter die Leute gebracht.
verdammte Regeln. Wir sind Bullen. Wir sollten einfach da runter und die Kisten plattfahren. In einem anderen Leben, Mann. In einem anderen Leben, Mann. So, weiter geht's. Lager falscher Medizin. Junge, weißt du was? Das ist das andere Leben. Sehr schön. Ich meine es so. Wir nehmen jetzt dieses Auto und zerstören einen Haufen wertvoller gefälschter Medikamente. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay, nice. Ah ja. Das waren die ersten. Du hattest schon lange nicht mehr so Spaß bei der Arbeit. Seit 10 Jahren. Keine Ahnung, ob ich mich daran noch erinnere. Also erinnern tue ich mich daran nicht, ob ich das schon gemacht habe. Meine aber wahrscheinlich. Das waren dann wohl die meisten. Wir wollen alle erwischen. Oh, eins habe ich verpasst leider, aber... Ach schon. Das sieht nicht gut aus. Oh doch, best. Ich krieg langsam Zweifel wegen dieser Wunscherfüllungssache. Wir gehen aufs Ganze. Das wird toll, versprochen. Ja, Stormrider, ich glaube auch, das ist nicht so unglaublich weit, wenn es nicht gerade ist. Definitiv über die Hälfte schon. 3 Stunden 15 waren. Noch 2 verpasst. Vermute mal, aber du kannst am Anfang hier abbiegen und direkt hier hinfahren, oder? Also von der Zeit her soll es eigentlich hey, sogar passen. Hey, das sind die Dealer. Ruhig, Ron. Werden wir das durchziehen? Ach, zum Teufel. Jetzt sind wir schon hier. Zeigen wir den Typen, wie echte Polizisten arbeiten. Ja, und zwar mit Gegenverkehr. Schalt mal einen Gang hoch. Ich hasse es. Jeder Bürger ist ein Rächer, der auf seinen Auftritt wartet. Nice. Easy Snack. So. Nächstes Auto. Mach es, Louis. Bau einen Unfall, mein... Oh, what? Wollen sogar, dass wir einen Unfall machen. Okay. Weiß gar nicht. Wow, als ob wir den einen nicht geholt hätten jetzt damit. Oh boy. Alle 3, oder? Das wäre was. Ach so. Warum? Ach so, weil die Straße jetzt versperrt ist. Alle geholt. Egal wer ich bin, auf jeden Fall habe ich noch drauf. Wo kommt der Passant her? Aber Passant steht einfach so. Kein Gedanke rein. Ja, gesamte Spiel war schon. Das muss. So, rein da. 100.000. Was ist denn da alles drin? Mutisielago. LP670 SV. Oh. Wunderschönes Auto. Na gut, das musst du erstmal die Garage freischalten. Aber hey, wir werden auf jeden Fall nochmal die Challenges weiter zocken, ne? Dann zocken wir ein paar Challenges. Weiß nicht, ob ich alle machen werde. Das möchte ich auf jeden Fall nicht in Aussicht stellen. Aber ein bisschen was kann man da schon machen. Und wie gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich auch nicht oder später hochladen. Das wird dann Material sein, was ich primär wahrscheinlich für die Review verwenden werde. Und moin, Vero. Deine Kindheit. Was soll das mit dem Cyanid? Glaubst du, Jericho wird von Terroristen bezahlt? Ist nicht sein Stil. Wussten denn die Typen nichts, die du gehirnappt hast? Was auch immer, er macht es wegen des Geldes. So geht das nicht. Ich kann keine Gedanken lesen. Aber ich kann mit der Person nebenan sprechen. Ich glaube, ich habe einen Weg. Also Yomori, ich weiß nicht, ob das 100% ernst gemeint ist oder nicht, aber auf jeden Fall sei angemerkt, also ich würde zumindest, es tut mir leid, aber ich würde sowas...
Gott. Der Williams fährt für Jericho's Crew. Und ich weiß nicht, darum gehe ich mal besuchen. Was ist mit ihm? Wir, das stimmt. Und er ist ein Dieb, aber kein Verräter. Er wird gar nichts davon merken. Ich werde ihn mir einfach kurz ausbauen. Sehr tiefe Undercover-Arbeit. Das wäre der Plan. Er steht Jericho nicht nah genug, um eine Deckung preiszugeben. Und ich erfahre vielleicht, was sie planen. Das Problem wird sein, Jerichos Leute dazu zu bringen, Ordell völlig zu vertrauen. Sobald er kann, was ich kann, werden sie ihn lieben. Würdest du bitte auf der Straße bleiben? Oh, hallo Corvette. Was willst du, Ordell? Warum Zeit mit diesem Kinderkram verschwenden, Süße? Ich bin der beste Fahrer der Stadt. Ha, mal sehen. Kannst du ein Navi benutzen? Wenn ich muss. Dann beweis es. Fahr diese Strecke und trödel nicht rum. Du fährst gegen die Uhr. Okay, let's go. Oh, und Ordell? Nenn mich nochmal Süße und ich häng dich am Sack auf. Das merke ich mir, Schnecke. Provozier mich nicht. Er weiß, wie man Leute triggert, sehr schön. Du hast Mumm, das muss man dir lassen. Gib mal Gas. Pass gut auf. Sei still, ich fahre hier gerade schön sauber. Gut, wenn es ein F1-Rennen wäre, würden trotzdem alle rummeckern. Oh, Dave kürzt ab, aber abhängig davon. Ja, sauber. Kein einziger Crash, nicht mal mit der Wand. Die Uhr tickt, Ordell. Es wird gerade warm. Pass auf. Willst du Tempo oder Komfort? Ist Komfort auch eine Taschenmarke? Die Zeit wird knapp. Ich weiß, dann ich nehme weiß. Ich Komfort. Nicht nice. Übel, Ordell. Nicht toll, aber nicht übel. Und wann geht's dann richtig los? Bleib ruhig. Der Anruf wird bald kommen. Ich habe Ordells Karten bei Jerichos Crew verbessert. Ich glaube, wir sind im Spiel. Ehre. Sehr schön. Okay, Ordell ist auf dem Weg nach oben. Und Layla ist noch in der Stadt. Das bedeutet, was immer Jericho plant, er muss immer noch die Stadt im Auge behalten. Aber jetzt werde ich erstmal ihn im Auge behalten. Alright. Bisher bei Driver San Francisco. Oha, das kommt, glaube ich, immer vor Kapitelabschlüssen. Als nächstes, Platin plus Ammoniak ergibt Cyanid. Wir sprechen mit dem Antiterrorismus-Experten, der sagt, dass wir uns alle sorgen sollten. Ordell Williams fährt für Jerichos Crew. Dann werde ich mir den einfach mal ausleihen. Sehr tiefe Undercover-Arbeit, hm? Und wann geht's dann richtig los? Bleib ruhig. Der Anruf wird bald kommen. Let's go. Das Kapitel können wir jetzt abschließen. Machen's. Tanner, du, Tanner? Vergiss es. Was? Warum reden wir nicht? Tanner. Hallo? Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. Ach ja? Ich schreib's mit auf die Liste von dem ganzen Scheiß, der mit dir ständig passiert. Einen Moment. Jericho ist ein echter Profi, oder? Soll heißen? Er ist kein Massenmörder. Ach komm, der jagt eine Kita in die Luft und verkauft das Spielzeug aus dem Schutt. Das hab ich nicht gemeint. Was meinst du denn, Mann? Rache kostet eine Menge Geld. Man verdient nichts dabei. Wie kommst du da jetzt drauf? Es passt einfach dann nicht. Erklär's mir bitte. Das kann ich nicht. Komm schon, ich bin ganz Ohr. Komm, was? Das ist doch nicht. Tut mir leid, aber ich kann immer noch keine geniale Erklärung hören. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Ich bin der Arsch, das ist ja echt nett. Ach, verdammt, Jones. Was? Wenn das so einfach... Wenn es so was, John? Wenn es so was... Wenn so einfach wäre, dann... Ich kann's echt nicht erwarten. Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde ich ihn doch einfach schnappen. Einfach so! Jones? Lol.
Teufel. Jones, die Stadt. Alles eingefroren. Oh Mann, ich bin irre. Jetzt bin ich echt übergeschnappt. Danke, Moni. Ein Hektiker. Kommt jetzt auch für mich wieder überraschend, obwohl ich das gesehen habe. Daran erinnere ich mich. Aber. ETF-Ding. Was zum. Der Krankenwagen ist das Einzige, was sich noch bewegt. Oh, danke für den Spoiler, Pero. Ich fühle mich so schwer. Verdammt müde. Ich muss einen Weg hier rausfinden aus diesem Albtraum. Ich muss mich konzentrieren. Einfach am Krankenwagen dranbleiben und schauen, wohin er mich führt. Völlig irre. Mann, das ist diese Verfolgung, diese Spur. Das ist, als würde neue Energie fließen. Mann, langsam verliere ich den Windschatten. Puh, das ist schon viel besser. Komm, du schaffst das. Bleib einfach dran, John. Ihr hängt mich nicht ab. Krass, durch fahrenden Verkehr zu schlängeln ist schwer genug. Ach, nicht klug. Hallo. Man fährt doch der Transporter, der sind wieder waren so komische Langlinie und kann überall easy peasy ausweichen. Weil er fährt hier eh Kreise drumherum, deswegen ist alles entspannt. Das kann man ja auf jeden Fall mit 200 noch was. Oh Gott. Whoa! Wenn es eh nur. Also es gibt ja nie, dass ich das sage, Jones. Option, das fehlt deine Klugscheißerei. Es gibt keine Option, diese Mission zu verlieren. Warum machen die das denn nicht so, dass ich ganz simpel. Das will ich sehen, dass ein Krankenwagen das versucht. Einem langsamen Krankenwagen hinterherfahren soll. Ich meine, okay, jetzt könnte man mal auf eine Interpretationsschiene gehen. Könnte man sagen, ja, man probiert da eine Interpretation zu machen im Sinne von, es ist schwer im Kampf, wenn Gott, du Trümmer bist. Was war das? Was passiert mit mir? Mist, Ricky. Der Kerl verliert eine Menge Blut. Ruf eine Polizeieskorte. Die Stimme kenne ich. Ich war hier schon mal. Okay, ihr wollt das nochmal machen, durch ne? Den Verkehr einfach gut, durch. Ich bin dabei. Oh. Hey, das Ende der Geschichte. Gut, Drecksack. Erzähl, wie du mir jetzt entkommst. Aber, ja, warum machen wir das nicht einfach bitte. So, dass du einfach jetzt bin ich wieder in Form. Fahren hinterher bist. Klar, du kannst da was reininterpretieren und sagen, ja, Kampf und Roma ist halt schwierig. Andererseits, Gameplay-mechanisch ist es halt ein bisschen hinfick gerade gewesen. Jetzt müssen wir dann schwach sein. Es ist echt kalt außerhalb der Spuren. Echt kalt. Lustig, dass ich gerade hier auch wieder ein Pulsmessgerät drin habe. Ich werde nicht irre. Niemals. Es muss eine Erklärung für das alles geben. Hm. Du bläst so viel heiße Luft wie ein Arschloch.
Das nennt man Hirnfurz. Was zum Henker machst du denn da? Noch mehr abgefahrener Scheiß für deine tolle Liste, Mr. Jones. Na gut, ich kann dir nicht folgen, Mann. In der Zeit zwischen meinem Fingerschnippen und eben war ich woanders. Ich war in so einem Todesrennen, in einem Albtraum-Remix von San Francisco. Klar. Okay, John. Ich mein's ernst. Mensch, John, entweder verarschst du mich oder du machst mir Angst. Ich weiß es nicht. Ich mein's ernst. Hey, hör zu, Mann. Alles wird okay. Wir werden das zusammen durchstehen, was es auch ist. Oh, danke für die Unterstützung. Nein, ich meine es so, John. Du schaffst es. Ich weiß, dass du mich hörst und dass alles gut wird. Was denn? Fahren wir weiter. Alright. Ja. Und. Gejagt. Kapitel 6. Hey, Tanner, sprich mit mir. Ach, ich habe aber nichts zu sagen. Müll, was immer da gerade eben passiert ist, macht dich irre. Und wenn es dich irre macht mit dem ganzen Voodoo-Mist, der bei dir abgeht, dann werd ich selbst auch irre, Mann. Und wenn ich spinne, Jones? Wenn das alles nur in meinem Kopf ist? Bitte, hast du keine anderen Sorgen? Guck doch mal, der Unterschied zwischen dir irre oder klar ist, dass du etwas schneller fährst als sonst. Jetzt komm, wir müssen eine Festnahme machen. Gut, dann los. Ja, Bero, hast schon. Zum zweiten Mal. Ich meine, man kann sich denken, was du mit East Egg meinst. Nur eine Sache, was man da bei dem East Egg meinen könnte. Da waren mehrere Challenger jetzt. Gute Nacht, Anton.